Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans und es ist wieder Zeit für weitere Besuche, für den zweiten Part der Besuche im Community CW Clan. Und fangen wir doch direkt an. Wie gesagt, ich werde es so machen, ich werde die ersten drei oder vier heute besuchen und dann werde ich am Ende noch allen anderen eine kleine kurze Wertung geben. Und die erste Person ist der Erik. Level 99, Rathaus 9, scheint mir zu passen. Der König war leider nicht auf Max, Rathaus 8, ebenso wenig der Wutzauber und ich glaube der Heilzauber. Na, da bin ich mir nicht sicher, ich glaube aber auch der nicht. Das solltest du dringend nachholen. Vor allem der König, ich finde, das merkt man mit den Helden. Je höher man kommt, desto wichtiger werden Helden. Deswegen würde ich da ganz schnell zusehen, dass der auch auf 10 kommt. Die bekommen alle 5 Level so einen übelsten Push, man merkt es, glaub es mir. Ansonsten von den Truppen, ja, scheint mir zu passen. Sieht Rathaus 8 maxed aus, wie gesagt, außer Zauber und Helden. Und Valkyrie, wobei Valkyrie bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ja doch, Level 2 geht die doch, oder? Mit Rathaus 8. Ja, aber ist ja scheißegal. Scheint es mir noch nicht so lange Rathaus 9 zu sein. Hast aber deine Bartstruppen schon gelevelt. Spielst auch schon relativ lange. 1200 entfernte Hindernisse. 200 Millionen Gold und Elixier jeweils ungefähr gefarmt. 28.000 gespendet ist okay. Ein bisschen mehr Dunkles könntest du gefarmt haben, finde ich. Aber das sieht man halt auch an deinen Helden und so. Bei 477.000. Ja. Clankrieg bist du aber schon relativ aktiv, 269 Sterne. Das lässt sich schon sehen, hast dafür relativ viel Beute, was eigentlich immer dafür spricht, dass jemand relativ viele Sterne holt. Oder relativ hoch, nee, doch, relativ viele Sterne holt. Ja, du weißt, ich bin ein Mauernfetischist, deswegen muss ich dir leider sagen, die Mauern sind schwach. Die sind wirklich sehr schwach, vor allem hier dieses Pinkerts. Zeugs da. Die Lilan kann ich ja sogar noch irgendwie verstehen, aber die Pinken, nein, geht nicht. Musst du wegmachen, ganz, ganz schnell. das würde ich auch machen, bevor du hier die Achtermauern baust. Du hast schon 4 Achtermauern gebaut, wahrscheinlich wegen, ich weiß nicht, damit es besser aussieht. Kann sein. Würde ich erstmal sein lassen und erstmal die pinken Mauern wegmachen. Ansonsten, Rathaus 8 gemaxt bist du. Hast auch schon relativ viel ausgelevelt von, wobei relativ viel. Du hast die Mörser ausgelevelt von von Rathaus 9. Die neuen Gebäude soweit schon mal nachgezogen, außer den Tesla, der ist noch ein bisschen zurück im Vergleich. Im Moment gehen 3 Magiertürme hoch, das ist mutig. Und ja, aber ansonsten vom Ausbau her halt Rathaus 8 gemaxt, das passt schon. Aber die Mauern fallen da halt doch schon auf. Skelettfalle Level 2, ja doch, passt. Vom Aufbau her würde ich sagen, kann man das so machen? Auf jeden Fall. Mörser stehen sehr nah beisammen, aber dafür schützen sie halt alles irgendwie. Durch diese offenen Stellen ist es tricky, dass die Leute da in die Mitte kommen. Die Mauerbreche, wenn man hier einsetzt, läuft er mit Sicherheit links und rechts und nicht in die Mitte. Das ist tricky. Damit kenne ich mich nicht so aus, ob die Tricky Base taugt. Aber ansonsten Magiertürme, Bogitürme, Mörser, Luftabwehren stehen gut. X-Bögen stehen gut. Clanburg steht gut. Dunkles steht gut. Queen steht gut. Es steht eigentlich alles gut. Also ich denke schon, dass die was taugt. Die Base und deswegen gebe ich dir an der Stelle eine 7 Abzug halt wirklich für die, obwohl eine 7 ist hart, 7,5, also 7,5 Abzug für König, Zauber und die Mauern. Aber das Layout gefällt mir schon. So, dann haben wir den Emir, den habe ich doch gerade schon gesehen, da. Auch Rathaus 9, Level 100. Von den Truppen her sieht das ähnlich aus, allerdings hatte den König höher gezogen, den Wutzauber auf Rathaus 8 Max und ich glaube den Heilzauber halt auch. Spielt nicht ganz so lange, hat jeweils 140 Millionen gefarmt, okay, dann bin ich ja gespannt, was wir gleich für Mauern kriegen. Unser Guter gerade hatte nämlich 220, wenn ich mich nicht irre, oder 210.
27.000 Spenden ist okay, könntest aber diese Saison bitte ein bisschen drauf achten. 35 Gespendete und 405 erhalten, finde ich ein bisschen mies. Ich habe ja eigentlich gesagt, 1:3 sollten wir bei uns im Clan jetzt für diese Zeit haben. Und ansonsten, ja. Kriegsheld ist okay. Auch noch nicht ganz so kriegsaktiv. WTF. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Der hat, du guter Emir, hast bessere Mauern als der Erik. Und bei weniger gefarmt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass du so viel Diamanten für Mauern ausgegeben hast. Und spielst auch, ich verstehe es nicht, ist auch egal. Also, du bist natürlich jetzt zerstört, ist scheiße. Für eine Bewertung, das muss man ja mal sagen. Also, deine Magiertürme sind gemaxt. Also, Rathaus 8 gemaxt, wohlgemerkt. Deine Bogetürme soweit auch. Ich bewerte das jetzt anhand der Sachen, die ich sehe. Der Tesla geht auf 5. Der ist auf 4. Map. Minus Abzug. Punkt. Du hast deine Tesla alle auf 4. Das ist natürlich schwach. Muss ich sagen. Du wirst bei Rathaus, bei Rathaus 9 so oft von GroVP angegriffen und hast nur 4 Vierer Tesla. Der eine ist, glaube ich, neu mit Rathaus 9, aber die anderen hätten auf 6 gekonnt. Und jetzt gehen sie alle auf 7 und das dauert natürlich dann nochmal extra lange. Dafür gibt es einen kleinen Abzug in der B-Note. Vielleicht liegt es auch daran, dass du deine Mauern fertig hattest und unbedingt hochgehen wolltest, damit du neue Mauern farmen konntest. Nee. Ich dachte, ich hätte vielleicht falsch geguckt und es wären 1,3 Milliarden gefarmt. Ja, ansonsten alles Rathaus 8 maxt. Also auch die neuen Gebäude. Die Königin schon auf 9, die in den X-Bögen auf 2 und 2. Das ist okay. Minenwerfer 7. Ja, das ist der gemaxte für Rathaus 9, okay. Hast du auch schon einen nach oben gebracht? Ich würde sagen, das vom Ausbau passt das für einen relativ frischen Rathaus 9er. Vom Aufbau her ist das eigentlich, gibt's nicht viel zu sagen. Magiertürme decken jeweils schön zwei Lager ab. Die Königin steht vielleicht ein bisschen weit am Rand meiner Meinung nach, aber okay. Das ist bei dem Design hier üblich. Das Design habe ich auch schon ein paar Mal bewertet, glaube ich. Mörser stehen gut, Magiertürme stehen gut, Tesla stehen gut. Relativ, wobei ich finde die, naja, wobei Tesla, die zwei in der Mitte schon, aber die hier außen weiß ich nicht, ob ich die so gut finden soll. Die können natürlich ein paar Mauerbrecher brutzeln unter Umständen. Flugabwehr steht okay. Ja, also ich gebe dir an der Stelle für dein Dorf eine. Was gebe ich dir? Eine 8? Ja, eine. Oder? Ja, komm, kriegst eine 8,5. Bist halt noch relativ früh. Und wenn man es so nimmt, für einen Rathaus 8er wäre es, glaube ich, sogar eine 9. Abzug eben in der B-Note für den Tesla. Das ist böse, böse, böse. So, dann haben wir noch Thomas der King. Auch Rathaus 9. Heute ist Rathaus 9 Zeit. Map, Abzug für König 9. Map, Abzug für Schweine auf 1 noch. Okay. Spielt 1300 entfernte Gegenstände, 380 Millionen jeweils gefarmt, das ist okay. Ein bisschen mehr spenden könntest du, diese Saison ist es okay. 1 Million Dunkles, den Erfolg hast du schon, Glückwunsch dafür, ist noch nicht so lange her und im Clankrieg bist du bis jetzt auch nicht so aktiv. Ja, also, dazu muss man natürlich sagen, die Mauern, ja, sind immerhin alle lila, aber das geht natürlich ein bisschen besser. Du farmst ja nicht ganz so viel, dann mach dringend deine Minen und Sammler hoch. Dein Elixier scheint dir im Moment egal zu sein. Das, ja, weiß ich nicht so genau. Was gibt's noch irgendwas, was du mit Elixier machen kannst? Ja, zum Beispiel deine Kasernen hoch. Eine 7er Kaserne. Noch eine 7er Kaserne.
Und eine 8er? Ja, eine 8er. Und eine 10er. Also da musst du unbedingt ein bisschen was nachholen. Ansonsten natürlich ist deine Verteidigung Rathaus 8 gemaxt. Dazu schon die X-Bögen auf 3 gezogen. Die Kanonen sind alle auf 11. Die Bogitürme sind noch auf 10. Dafür die Magertürme außer einer sind schon auf Level 7. Ja, 7. Und der letzte, der geht auf 7. Die Luftabwehr ist gemaxt. Also deine Verteidigung ist schon fast Rathaus 9 max. Fehlt, wie gesagt, eigentlich nur noch der eine Magierturm und sonst die Bogitürme. Und ich sehe was Böses. Tesla, Level 4. Der geht auf Level 5. 4. Wieso macht ihr die eigentlich alle auf 4? Und nicht direkt auf 6? Verstehe ich nicht. Gibt auf jeden Fall einen dicken Abzug. Du bist immerhin Rathaus 9 fast maxed von der Defensive. Und da sind die Tesla nun mal wichtig. Es gibt so viele Leute, die mit Goofy P angreifen. Und da macht ein 4er Tesla, macht gerade mal mickrige 55 Schaden. Ich glaube, ein 7er Tesla macht 79 oder sowas. Auf jeden Fall sehr, sehr viel. Pro Sekunde, wohlgemerkt, ist der Schaden der Unterschied. Also da solltest du unbedingt nachbessern. Aber du bist ja auch nicht so der aktive Farmer. Wie gesagt, deswegen ganz dringend die Minen und Sammler hochmachen. Die gehen alle noch 2 Level hoch und manche sogar noch ein Level und manche sogar noch 2 Level. Würde ich an deiner Stelle schnell machen. Vom Design her, ja, also Clanburg steht schon mittig, Queen mittig, Mörser stehen ganz gut. Decken sich eigentlich nahezu perfekt. Also stehen sie nicht gut, sondern stehen perfekt. Magiertürme schützen immer nur das Goldlager. Anscheinend ist das Elixierlager egal. Wenn es dir egal ist, steht's gut. So, wenn, also, ne? Dann kann man mit dem Aufbau auf jeden Fall zufrieden sein. Luftabwehr steht gut. Ja, also, ich weiß nicht. Das Design gefällt mir, aber der Ausbau gefällt mir leider nicht so gut. Deswegen gebe ich dir an der Stelle nur eine 7. Oder sogar nur eine 6,5. Na, geben wir dir eine 7. Eine 7 ist okay. Wobei deine Truppen... Ah! Ich muss ja irgendwie eine Relation finden. Ja, König, ein Punkt Abzug. Schweine, ein Punkt Abzug. Tesla, ein Punkt Abzug. Mauern, ein Punkt Abzug. Dann sind wir leider bei 7 Punkten. Tut mir leid. Da gibt's so Kleinigkeiten. Das macht dann den Unterschied. Und mehr gibt es heute leider auch nicht ganz genau zu bewerten. Der Rest, den ich jetzt noch bewerte, der kriegt nur einen kurzen Überblick. Ich guck ganz schnell drüber, ohne groß was zu sagen. So Sachen, die mir sofort auffallen vielleicht. Und dann gebe ich nur eine Note ab. Darüber zu diskutieren lohnt sich nicht. So, gucken wir. Und zwar fängt es an, ich weiß, dass Ruby dabei war. Ruby. Blub, blub, blub. Von den Truppen scheint es okay zu sein. Der Sprungzauber muss dringend hoch. Vom Ausbaurathaus 9 Max bist du nicht. Tesla fehlen, gibt einen Abzug. Mauern ist okay, aber nicht perfekt. Also 10er Mauern müssen es ja nicht sein, aber 9er Mauern sollten schon sein. Eine. Ja. Ja, eine 8. Kann natürlich sein, dass ich jetzt in der Schnelle ein bisschen ungerechter bewerte als sonst. Okay, wir müssen es nach der Reihe machen. Dann wären wir hier. Rathaus 7 frisch, weiß ich. Von daher bei den Truppen ist okay. König immerhin schon vorhanden. Ist wirklich ganz, ganz frisch. Die Mauern sind schon alle hochgezogen. Auf Rathaus 6 Niveau. Ja, du warst auf jeden Fall Rathaus 6 Max. Und Rathaus 7 bist du ja, wie gesagt, erst relativ frisch. Deswegen bekommst du von mir eine 9,5. Das ist natürlich kein Nachteil, dass ich euch jetzt bewerte. Denkt immer daran, ihr könnt euch jederzeit nochmal bewerten lassen. So, den nächsten, der ist leider nicht mehr da. Der ist schon gegangen. Dann kann ich ihn leider nicht bewerten. Ich weiß nicht, wo er hin ist. The King. Ich weiß, was der gute The King... Komischerweise, bei The King kann ich mir das immer merken. Ich weiß, was er vorher hatte für eine Note. Ich weiß, er ist noch nicht so lange oben. Hier fehlt... Minions fehlen. Ansonsten nichts Schlimmes. Design ist auf jeden Fall gut. Von den Ausbau fehlt bei Rathaus 9
beziehungsweise Rathaus 8 nix. Deswegen bleibe ich dabei. 9,5 Abzug für die Lakaien. Und du bist halt noch nicht gemaxed out. Aber schon mal sehr stark. Das weißt du ja auch selber. Also, ist auch egal, ob ich dir das sage oder nicht. Silas, wo ist der Silas? Oder die Silas? Nee, der Silas. Rathaus 8, König Max, Wutzauber Max, Golem Max, Schweine gehen noch hoch, ansonsten alles Rathaus 8 gemaxt, glaube ich. Alles Wichtige. Ja, passt vom Design her, passt vom Ausbau her. Mauern gehen noch ein bisschen mehr. Rathaus ist noch nicht gestartet. 9,5. Bin aber heute großzügig hier. Chris. Das ist natürlich jetzt nur für die Leute interessant, was ich hier gerade mache. Die eine Note kriegen. Für die anderen Leute ist das wahrscheinlich relativ uninteressant. Das ist ein 7er König. Packer ist doch nicht hoch. Es sieht mir nach einem relativ frischen Rathaus 7 aus. Da fehlt, glaube ich, aber was bei den Zaubern. Da wäre ein bisschen früher ein bisschen mehr gegangen auf Rathaus 7. Die Mauern sind Rathaus 7 gemaxt. Das ist schön. Ansonsten vom Ausbau her sieht mir das wirklich noch nach einem sehr frischen Rathaus 8er aus. Sehr, 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 sehr frisch. Also gerade eben so quasi. Deswegen bekommst du von mir eine 9. Robi hatten wir schon. Dann fehlt der. Komm, das ist der David. Level 60, Kristall 1. Jo, läuft bei dir, mein Freund. Sieht mir gut aus. Schweine gehen noch hoch, aber ich glaube, das ist das Letzte, was noch hochgeht an deinen Truppen. Okay. Das Design hatten wir gerade, glaube ich, schon mal. Deine Lager sind alle komplett voll. Deine Mauern sind ausgemaxt. Chapeau 10. Der Sandmann, da ist er, ja. Rathaus 9, okay. Truppen soweit, glaube ich, alle Rathaus 8 gemaxt, außer Schweine. Vielleicht Lakaien noch ein Level, aber das verzeihe ich, weil ich nicht mal weiß, wie viel Level es da gibt. Ausbau ja Mauern, bisschen was Abzug vom Design her, würde ich sagen, passt das? Ja, passt. Bist auch noch relativ frisch, Rathaus 9, deswegen kriegst du von mir eine 8,5 oder eine 9, ich weiß nicht. Wie viel Abzug gebe ich für die Mauern? Ach, 9, du bekommst eine 9. Wobei, es sind zwei Bogitürme nicht gemaxt. Ich hab's gerade noch so gesehen. 8,5. So, und dann sind wir wieder hier. Wupp. Rathaus 9. Passt. Schweine, meh. Dass ihr alle eure Schweine nicht levelt, Mann. Auf Rathaus 8 mit Level 4er Schwein geht's ab. Ja, sieht mir nach einem Rathaus 8 gemaxten aus, noch relativ frisch oben, alle neuen Gebäude hochgezogen auf den alten Stand, außer der Tesla, aber Tesla dauert ja auch immer ewig und drei Tage. Mauern sind alle Rathaus 8 gemaxt, 9,5. Und ja, ich achte auf Design, aber das Design gefällt mir halt und ich kann heute jetzt in diesem Part der Folge nicht mehr so viel zu sagen, ich muss mich kurz halten. Ich hoffe, ich habe niemanden dann vergessen. Tschetschener. Da ist der Tschetschener. Ja. Das sieht mir alles gut aus. Sieht mir nach Rathaus 7 maxed aus. Rathaus geht auch hoch. Mauern sind oben. Ich würde dir gerne 10 geben, aber die Clanburg steht scheiße. Und die Mörser stehen nicht so schön. Clanburg und Mörser gefallen mir nicht so gut. Deswegen gibt es nur eine 9,5. Dieses Mal leider einen Designabzug. Schade. Niklas ist weg. Niklas ist weg. Felix ist aber auch auf jeden Fall mit auf der Liste.
Ja, sieht mir so aus, als wärst du noch relativ frisch auf Rathaus 7. Deine Zauber können noch ein bisschen hoch. Deine Schweine noch. König ein bisschen. Ja, gut, dein Rathaus baut nicht aus. Ja, deine neuen Mauern hast du fast alle jetzt schon auf den Rathaus 8 Stand gebracht. Die neuen Gebäude auch. Das gibt eine... Was gebe ich dir denn da? Eine 9. Vom Design her ist das okay. Ich finde, die Mörser stehen ein bisschen nah zusammen und alle Lager sind zusammen. In einer Kachel, deswegen nur eine 9. So, dann haben wir den Orschbohrer. Den Orschbohrer, wo ist er denn? Da ist der Orschbohrer. Map, König noch auf 9, Abzug. Golem noch auf 1, Möb, Abzug. Drache noch auf 2, Möb, Abzug. Brauchst du zwar vielleicht jetzt alles nicht mehr so dringend, wobei doch, du hast den Lava-Hund noch nicht. Da fehlt dir noch irgendwas. Ja, deine Mauern hier draußen sind natürlich noch ein bisschen rückständig, das weißt du wahrscheinlich selber. Bist ansonsten, ja, Rathaus 8 gemaxt mit gemaxten Rathaus 9 Magiertürmen. X-Bögen sind auf 2, der erste geht schon auf 3. Deswegen kriegst du von mir hier an der Stelle... Das Design gefällt mir irgendwie nicht so. Das sieht irgendwie sehr durcheinander aus mit dem Mörser da draußen, da oben. Kann natürlich sein, dass es am Ausbau liegt. Ja, stimmt. Wird wahrscheinlich am Ausbau liegen, aber wohin geht der denn dann? Ich weiß nicht, das mit dem Mörser verwirrt mich ein bisschen. Deswegen bekommst du eine... Ah, die Mauern fehlt noch ein bisschen was. Die Truppen fehlen auch. Eine 7. Der Tobi, der ist da. Da ist der Tobi. 103. Level Rathaus 9. Alles Rathaus 8 gemaxt, außer Schweine auf 4. Map, wieso immer... Also, ich hab immer gemeckert die ganze Zeit, dass der den Golem alle nicht auf 2 zieht. Aber mittlerweile sind ja die Schweine auf 4 fast noch seltener. Dafür alles an Defensive, soweit Rathaus 8 gemaxt. Die Mauern sind Rathaus 8 gemaxt und auch schon welche Rathaus 9, Level 9. Tesla ist auch schon oben. Sieht mir auch schon aus, als wärst du so ein bisschen, ein paar Tage länger. Das Design, ja, passt, außer die Mörser vielleicht. 9,5 Abzug für Schweine, Mörser, ja. Das ist meine Meinung dazu. Und da kommt es ja hier drauf an. Dann haben wir noch den Itzmichi. Itzmichi. Wo bist du, Itzmichi? Da. Rathaus 874. Sieht mir so aus, als würde es von Rathaus 7 Niveau auf jeden Fall passen. Und bist du mittellange drauf? Jo. Mauern sind alle Rathaus 7 gemaxt. Die erste ist auf Rathaus auf Level 8. Defensive ist auf dem Weg zum Teil. Dauert aber noch ein bisschen. Bist aber auch noch relativ frisch. Tesla 3, dein Glück. Sonst hätte es da nämlich einen Punkt Abzug gegeben. Okay, dann fällt mir nichts auf, was fehlen würde von Rathaus 7. Das Design gefällt mir sehr, sehr gut. Deswegen bekommst du von mir eine 10. Jo, ein Bewusstsein, dass du noch nicht so lange da bist. So auf Rathaus 8. So, und jetzt haben wir noch... Moment, wir haben Tobi. Wie viele Tobis haben wir denn? Tobias. Habe ich gerade Tobias oder Tobi bewertet? Nee, Tobi. Da ist Tobias. Die Schweine fehlen noch von Rathaus 9. Ansonsten, von Rathaus 9 scheint es mir sonst zu passen. Außer Valkyre, meh, egal. Der Frostzauber ist noch nicht sehr hoch. Spricht auch dafür, dass du noch relativ frisch auf Rathaus 10 bist. Mauern sind okay. Ansonsten Layout natürlich ausgemaxt. Man sieht, welches Gebäude neu ist. Siehe Bogiturm. Siehe noch nicht gebaute Infernos, aber auf dem Weg. Clanburg upgraded als erstes finde ich sehr nice. Schade, dich hätte ich gerne auch länger bewertet.
Ich bewerte euch alle gerne, aber bei ihnen hätte ich halt auch noch gerne länger bewertet. 9,5. Im Rathaus wissen, dass du erst frisch hoch bist. 9,5. Abzug eben 0,5. Oder? Nee, eine 9. Abzug, Mauern und Schweine. Und das war's für diese kleine Spezialfolge. Ich hoffe, es war okay für euch. Nächstes Wochenende sind es wieder normale Folgen. Wahrscheinlich aber auch wieder nur zwei. Meine Zeit ist mittlerweile ist ein bisschen begrenzter als noch vor ein, zwei Wochen. Ich gebe mir beste Mühe, dass es drei werden. Ansonsten entschuldigt mich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.